Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Oh, schade. Pflanze. Wozu? Es ist eine Legasthensie. Aha. Kann bestimmt gut schreiben. Wozu? Es ist eine Legasthensie. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Haus um. Was? Hoppla. Absicht. Psst. Das hat jetzt Lärm gemacht. Das ist nicht so gut. Nehmen. Das macht jemand anderes weg. Jo, aber ich dachte, wir könnten es ins Inventar nehmen und das dann irgendwie anders verwerten. War ich das etwa? Nein. Steh dazu! Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter! Sehr gut. Die Säule bekritzeln. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Jetzt spoiler doch nix. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. So viel zum beweglichen Sprite. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Schön. Okay. Ein Abstellraum. Hier, zum Fenster. Aus dem Fenster. Ich versuch's mal wieder. Ich muss es nicht kaputt machen. Es ist ja gar nicht abgeschlossen. Oh, dann können wir es bestimmt benutzen. Oh, draußen. Drin. Ich bleib mal lieber drin. Hier gibt's so viele Gegenstände, die ich noch benutzen kann. Mit Harvey. Guck mal, Harvey. Ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Das ist ein Abstellraum. Hier kann man wirklich alles mit einem... Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Enttäuschend. Ich markiere die Flaschen mit ungiftig. Sehr gut. Mit Wäsche. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Da haben wir doch schon welche von. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Deine Mutter ist der Millennium Bug. Da liegt er gut. Jetzt haben wir da einen Fuß dagegen geklebt. Ja. Als Puppe. Was hältst du davon, Harvey? Igittigit, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, erst Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologieprofessor oder was? Alf, der Gute. Den kenne ich auch noch. Nee, nicht Alf, Herr Prügeln. Oh, bitte, lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Bekritzeln können wir ihn? Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Ja, schade. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Gut, was haben wir da noch? Hirn. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Hulgor. Wahrscheinlich. Wag das ja nicht. Huch! Es redet. Hey, Pfoten weg. Huch! Wer hat denn das Hirn gesprochen? Das finde ich mal interessant.
Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Spengy gießt sich kurz was zu trinken ein. Sekündchen. Ich mach sofort weiter. Mich oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist. Kein Ohrhase. Hätte ich mich gerade fast verschluckt bei dem Wort kein Ohrhase. Musste mich dolle konzentrieren. Musste mich dolle zusammennehmen. Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Till Schweiger. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Stimmt auch wieder. Comic. Guck mal, Harvey, ein Comic. Yippie! Es ist Captain Unbrauchbar unter Angriff der Todesbrote. Unbrauchbar. Den kenne ich doch aus dem Comic Let's Play. Der Captain Unbrauchbar. Der ist sehr brauchbar. Sehr, sehr. Na? Gehst du mal zur Seite? Komm her. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Respekt. Hä? Jo. Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Was können wir denn hier anders? Das können wir doch bestimmt. Nein? Nein, Edna, aufhören! Das brauchen wir noch. Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Respekt. Harvey? Schreib mal mit E. Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Ja. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Icke. Kegel haben wir noch. Einfach alles was mal mit anderem. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Das ist richtig. Ach, die liegen doch schon. Sehr schön. Darauf lässt sich nun wirklich nicht kritzeln. So ruiniere ich mir nur die Vorhand. Stimmt. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Tja, Karton. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Solange du sie nicht hältst. Den tue ich da bestimmt nicht rein. Sehr gut. Gekritzelt. So, was können wir denn jetzt alles hier noch nehmen? Bestimmt das hier. Können wir bestimmt jetzt hier noch Comic nehmen. Sehr gut. Jetzt können wir alles nochmal mit dem Comic kombinieren. Oh. Ja, da werden wir ganze Folgen und ganze Streams mit verbringen. Mit dem Kombinieren. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. Captain Unbrauchbar. Nehmen. Wir können auch bestimmt jetzt hier noch den Esch, können wir die nehmen? Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Dann lass sie liegen. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Dann vielleicht... Pfoten weg. Huch! Kegel. Wozu? Die sind unvollständig. Stimmt auch wieder. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Schade. Aber den Mixer. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Was da wohl drin ist? Viel. Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Ja. Potztausend, das ist Glas.
Nochmal mit einem Der reden. Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Wir werden hier Ewigkeiten drin. Hallo? Hallo, Edna. Stecken. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist ja. du? Ich bin ein Jetzt reden wir mit einem Gehirn. Ein Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Oh, Schmerz. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ist ja auch ich komme schade. Nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. 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 Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Okay, den können wir nicht nehmen. Pfoten weg. Huh. Jo, okay. Bevor wir das Ganze jetzt hier noch mit dem Comic kombinieren, lassen wir mal den Poki reden. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas haben wir gerade getan. Wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon okay. und ja, Geschäftsführer von The Delic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein Sehr paar gut. Tapes, die wir Wissen da angefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tue es. War sehr ich gut. habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Oh, schade. Böser Poki. Böser, böser Poki. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Wir müssen Harveys neue Augen Raum spielen. Und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Das aber später. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, Definitiv. Das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ich ist weiß. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Aber Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Die Arbeit war auf keinen Fall umsonst. Captain Unbrauchbar Geschichten, die sind Gold wert. Das ist wirklich. Vielleicht ja. habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Was? Alf, der ist doch wundervoll. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Null Problemo. Genau. Ach ja, das hatten wir schon, das haben wir schon gemacht. Wir kombinieren jetzt alles mit. Das hatten wir schon. Elfpuppe. Comics. Ja, komm. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Ja, verliert sie. Aha. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Wie kann er es wagen? Nein, danke.
Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Du Armer. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Sind halt zwei Stapel voller Wäsche. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Wundervoll. In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Ja. Ist ja schlimm. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Okay, das habe ich schon mal irgendwo gehört. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Wie kann er nur? Schade. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Okay, das hatten wir schon. Na dann, Fenster. Steigen wir hinaus.